Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Tourette-Syndrom-EP-Box von Edgar Wasser. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Tourette-Syndrom-EP aus dem Jahr 2014. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine Box mit weißer Vorderseite. Edgar Wasser lesen wir hier oben. Darunter Tourette-Syndrom EP und in der Mitte haben wir so einen schwarzen Rahmen mit einem Bild, zumindest einem Negativ eines Bildes, des Interpreten, also Edgar Wasser hier abgebildet und das Bild nicht nur negativ, sondern auch noch mit diversen Elementen hier verziert worden. Also wir haben hier Hörner, diverse Linien, das sieht so aus, als würde die Nase bluten, Sterne, Herzen, jede Menge Kritzeleien auf dem Negativ zu sehen. Ober- und Unterseite jeweils schwarz, links und rechts ebenso und auf der Rückseite haben wir wieder eine weiße Oberfläche. Diese wurde beschriftet mit diesem Zitat: Wenn du mit dem Teufel tanzt, verändert sich nicht der Teufel verändert dich. Okay, das Ganze ist so eine dünne Pappbox, bedeutet wir öffnen das Ganze hier oben. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Shirt, das Album und diverse, drei Stück sind Sticker. Box von innen glatt weiß, klassisch. So, wir starten mit dem Album an sich. So sieht das aus, Edgar Wasser Tourette-Syndrom EP. Ich sehe gerade, hier sind so diverse Flecken, muss ich mal schauen, ob ich die dann wegbekomme, so Klebereste oder so. Und auch hier wieder dieses Bild, allerdings genau umgedreht. Also wir hatten ja hier vorhin das Negativ mit dem Weißen rundherum und jetzt haben wir hier das Schwarze rundherum. Das dürfte das Originalfoto sein, aber auch dieses hier wieder wild verziert. Auf der linken Seite lesen wir Edgar Wasser, also auf der linken Seite, auf der Seite lesen wir Edgar Wasser Tourette-Syndrom EP. Auch wenn es jetzt gerade unscharf ist. So, Edgar Wasser Tourette-Syndrom EP. Und auf der Rückseite haben wir dann 18 Tracks an der Zahl. Das ist echt eine Menge. Also ich frage mich echt, warum das Ganze als EP benannt ist. Oder ob das einfach nur ein Scherz damals war. Aber 18 Tracks ist natürlich mehr als albumwürdig. Gut, wir haben Features von Danny Damino, muss ich ehrlich sagen, sagt mir jetzt nichts. Weekend, Mekes, Cap Kendricks und ja, ich glaube, das war's. Also, einige Features auf 18 Tracks verteilt. Dann haben wir hier zum Abschluss noch Credits und Barcode. Und dann kommen wir zum Booklet. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier die Texte der einzelnen Tracks abgetippt. Das Ganze in schwarz auf weißem Untergrund. Sieht ein bisschen so aus wie Schreibmaschinenschrift. Und dann haben wir hier so kleine Skizzen, so kleine Zeichnungen noch hinzugefügt. Zum Beispiel diese Palme hier. Also jede Menge Text. Jeder einzelne Track Wort für Wort hier abgedruckt, zum Nachlesen, zum Mitrappen, falls man vielleicht mal was nicht verstehen sollte. Und zum Abschluss haben wir dann hier noch die 18 Tracks inklusive der Infos, wer daran beteiligt war, also die Features sind natürlich angeführt und natürlich auch, wer das Ganze produziert hat, vom Beat her. Dann haben wir noch die Infos, wer sonst noch beteiligt war, Mastering, Mix etc. und die Credits. Okay. Gut, Booklet machen wir wieder rein. Die CD sieht so aus, in weiß und schwarz gehalten, mit so einer Spirale nach innen. Und dann kommt hier dieses wunderschöne Auge zum Vorschein. Dann haben wir noch drei Sticker, allesamt im Hochformat und sehr künstlerisch gehalten. Und zwar haben wir hier dreimal Edgar Wasser in verschiedenen Ausführungen hier mit Hemd.
und der Hals mündet hier jeweils einmal in die, ja, ist die Frage, den Mond oder die Sonne, dann einmal in diesen Regenbogen und zum dritten, ja, mündet der Hals irgendwie gar nirgendwo hin, aber wird hier ziemlich breit und endlos. Heftige Motive, drei Sticker und dann haben wir noch ein Shirt. Und zwar sieht dieses so aus, in weiß gehalten. Auch hier haben wir wieder das Cover, die Abbildung des Coverfotos, allerdings ohne Text. Hier steht der Interpret und der Albumtitel nicht mehr dabei, wirklich nur das Coverfoto. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun mit einem Shirt in der Größe L. Jetzt würde mich noch interessieren, ob wir hier noch einen weiteren Zettel finden können. Ja, das schaut gut aus. So, und zwar haben wir es zu tun mit einem 100% Organic Cotton. Also, schön. Stanley Acts. Fair Wear Foundation und das Ganze ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Shirt nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier diesen Aufdruck des Covers mit diesem großen schwarzen Rahmen. Dann in der Mitte dieses Bild von Edgar Wasser mit den diversen Verzierungen. Klassisch gehalten in schwarz und weiß und kann man auf jeden Fall tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, dann diese drei Sticker und natürlich das Album an sich. Das alles in dieser wunderbaren Box Tourette-Syndrom EP von Edgar Wasser. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Edgar Wasser unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.